25 Jahre Astrofotografie. Eigentlich war sowas, könnte auch lauten 27 Jahre. Ich habe nämlich 2 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt damit das erste Astrofoto so weit zaubert habe, dass ich damit zufrieden war. Jeder hat damit so seine Entwicklung, die er dazu braucht. Und in diesen ersten 2 Jahren schon habe ich gemerkt, es ist nicht so einfach. Begonnen hat das Ganze mit Film. Also ich habe da, einige von euch werden das noch kennen, mit Kodak 3X Band, 400 ASA, Ilford HP5, 400 ASA, vielleicht gepusht, entwickelt und so weiter und fotografiert. Das kommt ein Kornrauschen bis zum Gehtnicht mehr. Also du hast mehr Rauschen als Signal, wenn du fotografiert hast. Ich habe dann sogar mit Filmen gearbeitet, die viele von euch gar nicht mehr kennen. Kodak hat eine spektroskopische Serie auf den Markt gebracht. Kodak 103 AO, AE und AF haben die Filme geheißen. Also rot, grün und blau empfindliche Filme. Und wenn man zum Beispiel eben einen Wasserstoffnebel fotografieren wollte, dann hat man halt den 103 AE genommen. Der war rotempfindlich. Aber das war von der, er war vielleicht empfindlicher von der Quanteneffizienz, das heißt also vom Schwarzschildverhalten, aber rauschig war der genauso wie die Filme, die aus dem, vom Fotohändler aus dem Fach gekommen sind, dieser HP5 und dieser 3X-Band. Also es war furchtbar, furchtbare Zeit. Ja, aber das muss man durchlebt haben, diese Zeit war halt so. Aber man hat sich trotzdem gefreut, damals halt, dass du da den Marionnebel da alles drauf gehabt hast, das Trapez und so. mit so einem Auto. Nach 2 Jahren war es dann soweit, habe ich meine erste Aufnahme. War eigentlich nicht diese, die habe ich gar nicht gefunden, ja, das war eine M51-Aufnahme, die damals in dieser Zeit am Beginn ja auch mit gewissen Interessen was gefallen hat, am besten, damals haben mich die Galaxien unheimlich fasziniert. Ich glaube, den Celestron 8, das haben ja nicht viele, so wie heute, Händler gegeben. Ja? Damals gab es auch diese Filme, was ich gesagt habe, der 103, also die spektroskopischen Filme zu besorgen, war nicht so einfach. Das hat nur der Fehrenberg gehabt in Deutschland und sonst hat es eigentlich rundherum nicht viele Anbieter. Ich kann mich nicht erinnern, dass die überhaupt im Game war. Der Lundes hat dann irgendwann einmal begonnen, Dinge, die uns interessieren, zu verkaufen. Und da habe ich mir die Vertretung von Celestron, eine Celestron 8 gekauft. Dazu habe ich mir gekauft, manche kennen die Firma noch, Lumicon, die und diese Geiger drauf und wurde dann mit Ophexis dann brav nachgeführt und belichtet und da habe ich dann nach einer Stunde Belichtungszeit das drauf gehabt. Ja? Und das dürfen wir alles nicht vergleichen bitte zu unseren heutigen Möglichkeiten. Wenn du heute mit einer CCD-Kamera in 3x3 binnen 60 Sekunden belichtest, du hast das gleiche drauf. Also in der Probebelichtung. Aber trotzdem vielleicht interessant einmal zu hören, wie anstrengend das damals in diesen Zeiten gewesen ist und man trotzdem glücklich war. Ich habe dann mit einer Latte von Geräten gearbeitet in den Jahren darauf. Also ich habe mein erstes, sage ich mal, wirklich gutes Gerät war dann ein Epsilon Takahashi Epsilon 160 Astrograph. Der war wirklich gut. Der war auf Mittelformat korrigiert, Korrektor gehabt, hat F3.0 gehabt, Brennweite war ungefähr dann im Spiegel 160, 520 mm. Und war so ein Allrounder. Da habe ich Deep Sky gemacht, da habe ich Kometen gemacht damit und man sieht, wie überladen die Super Polaris X war. Ja. Das kommt um die Kamera, das war Nikon F3, der Sucher, der diente ja nur zum Einstellen des Objekts. Du hast damals kein Go-To oder sowas gehabt. Ja? Du hast müssen über den Sucher dein Objekt zentrieren. Einfach war es mit der anderen. Mit der Galaxie. Für andere Sachen als helle Objekte hast du nicht fotografieren können, da war nichts drauf. Aber es war, du hast müssen Sterne hüpfen und dich orientieren. Scharfstellen über den Sucher hast du ja nicht können.
Das Auge hat ja akkumuliert, und das hast du auch nicht probiert, dann hast du aber gesehen, du hast unscharfe Aufnahmen. Das hat ja akkumuliert, wenn du durchschaust beim Scharfstellen. Ja? Das hat nachgestellt. Ja? Und praktisch hast du nicht wirklich den Schärfepunkt getroffen. Da hast du eine zweite Kamera gehabt, da war eine Messerschneide eingeklebt. Und dann hast du quasi wie die Spiegelschleifer nach der Foucault'schen Messerschneide das Teleskop in den Strahlengang eines Sterns eingeführt, und dann war es hinter oder extra fokal, je nachdem, ist der Schatten von links oder von rechts gekommen, und wenn du im Fokus warst, ist schlagartig dieser Stern, die Aufhellung vom Stern verschwunden. Und dann warst du im Fokus, dann hast du gewechselt, die Kamera drauf gemacht, da fotografiert. Mühseligst bis zum Ende. Dann eine Montierung, die ich sehr oft und sehr viel verwendet hatte, war die Los-Mendel-Diät-Montierung. Da habe ich dann Reisen mit der Montierung im Teleskop, hier ein geliehener Pentax, STB-Refraktor mit 125 mm Brennweite. Ja, habe ich dann drei- und viermal Teneriffa besucht und dort fotografiert. Das war halt einfach alles noch sehr, sehr wichtig, dass du mit Film auch einen dunklen Himmel gehabt hast. Das ist heute auch wichtig, keine Frage. Dunkler Himmel ist immer das Beste. Ja. Aber heute mit CCD wissen wir, kannst du ja auch von einem relativ lichtverschmutzten Ort ordentliche Aufnahmen machen. Ja. Das war damals überhaupt nicht möglich. Du musstest extrem dunkle Standorte haben, weil am Film hast du nicht irgendeine Lichtverschmutzung wegrechnen können. Das ist alles analog passiert in der Dunkelkammer. Und das war auch mühselig, da bergauf vor eineinhalb Stunden dann aufbauen, in der Nacht dann wieder runter. Unten im Tal sind dann die ersten Touristen schon im Badeanzug gewesen, also in der Badehose gewesen, und du bist im Winterkleidl runtergekommen, haben alle geschaut. Das war dann der Celestron 11, das war auch einmal im Einsatz. Das war das schwerste Gerät, was ich im Feld gehabt habe, diese Ausrüstung. Das sind so insgesamt auch die 140 Kilo gewesen. Das war eine Astrophysics 1200er Montierung mit einem 14 Zoll Hypergraphen, so hat das Gerät geheißen, hat ein Kassegrill mit einem Sekundärfokus F9 und Primärfokusnutzung mit F3. War das Schwerste, aber das war grenzwertig, da habe ich mir dann eine Vorstufe zu einem Bandscheibenvorfall zugezogen, im Jahr 2003 war das. Und so hat man fotografiert. In Zeiten, bis endlich einmal ein Autoguider zur Verfügung gestanden hat. Das heißt, du musstest dein Fernrohr, also deine Motorsteuerung oder die Montierung mit der Handsteuerung immer dort auf einen Sollpunkt, also durch Fadenkreuzopolar geschaut, zurückbringen. Das Stern stand in der Mitte, das ist das, was eigentlich heute der Autoguider elektronisch macht. Ja. Hast du als Autoguider gearbeitet, du hast immer hin und her gedrückt, nach oben, nach unten, eineinhalb Stunden lang, und du hast eine Einzelbelichtung so angemacht. Und wenn du dann irgendwann, wie es mir einmal auf Teneriffa passiert ist, müde geworden bist, in den Morgenstunden, hast du eineinhalb Stunden belichtet und dann bist du eingeschlafen und draufgeklopft in den Kopf, war die Aufnahme leider nix. Dann habe ich bereits, also durch die Freundschaft mit Michael Jäger, der hat jetzt vor einigen Monaten gleich bei euch einen Vortrag gehalten, gesehen, also, dass mich die Kometen auch sehr interessieren. Ne? Die Kometenfotografie nehmen wir mit einer Schmidt-Kamera immer gut, und da hat immer super Aufnahmen gemacht, weil nach 5 Minuten fertig und ich habe die Stunde gelichtet. Ne? Und da habe ich gesagt, ich kaufe mir auch eine Schmidt-Kamera. Und das ist sie. Ich will jetzt nicht alles total im technischen Detail erklären, was eine Schmidt-Kamera ist. Es ist ein lichtstarkes Instrument gewesen, oder gibt es auch heute noch. Hat gehabt 54 diese zum Beispiel, eine Brennweite von 450 mm und ein Öffnungsverhältnis von effektiv 1 zu 1,9. Dabei wurde aber ein Bildfeld von 6x6 cm perfekt korrigiert. War aber relativ mühsam. Du hattest dann Filmstücke, die du in eine Kassettenhalterung, da befand sich der Film in einer Aufnahme in der Schmidt-Kamera drinnen,
wo du durch so eine Tür hineingegriffen hast und den Film dort mit der Kassette befestigt hast. Aber den musstest du im Dunkeln hinten, mit Dunkelkammer sagt, den hat man immer in den Kofferraum dort drin gehabt und hat dann gesagt, jetzt lade ich den Film und pass auf, dass ich ihn nicht zerkratze, wenn ich ihn da reinschiebe, keinen Staub drauf kriege und so weiter. Ja, und dann hast du das eingesteckt und hast mit der Hubmethode belichtet. Das war aber nicht alles. Du brauchtest damals eine, es kam da gerade endlich ein Film, der nimmer mehr so ein Bröselteppich war, wie diese Filme, die ich davor genannt hatte. Es kam der Kodak Technik Ipan auf den Weltmarkt. Das heißt, ein Film, der hatte eine Auflösung von 100 Linien pro Millimeter. Das war sensationell damals. Ja? Nur, der war wieder taub. Das heißt, wenn du den aus dem Regal beim Fotohändler genommen hast und hast den eingespannt, hast du nach einer Stunde Belichtungszeit das gleiche drauf gehabt wie nach 5 Sekunden. Ja? Der hat also einen Schwarzschild-Exponenten gehabt, der war extrem schlecht. Das haben sich die Amateure dann so geholfen, dass sie den Film, man nannte es, hypersensibilisiert hatten. So, wo kriegst du es, ja, so einen Film? Ja, wenn du den schicken hast, der war natürlich durch diesen Prozess ziemlich ausgetrocknet, hat eine Feuchtigkeit gezogen und am besten war, du baust dir eine Hyperkammer, das hatte ich auch. Das heißt, da gibt es einen Alubehälter, der wurde evakuiert, dann wurde der Film hineingelegt, der wurde aufgespult auf einer Entwicklerspule, wurde dort eingelegt, dann wurde das Ganze nach dem Evakuieren mit einem Formiergasgemisch befüllt, das war Stickstoff und Wasserstoff gemischt. Dann wurde er erhitzt, das ist eine Hitzeschlange rundherum gewesen, und dann, was ich, je nachdem, wie heiß man das gemacht hat, 5 Stunden, 20 Stunden hier drinnen gelassen, und dann war er endlich bereit, dass er auch aus Sicht dafür. Das hat er aber im Vorgewege schon gesagt, dass er natürlich extrem, das war wie ein Schwamm, ja, extrem auf Feuchtigkeit anfällig war. Ne? Und du hast natürlich dann wenn das der Fall gewesen, du Feuchtigkeit draufgezogen hast, hast du so Flecken bekommen am Film. Ne? Das hat furchtbar ausgeschaut und du hast das einfach in der Dunkelkammer nicht weggebracht. Und da hinten, hinter, man sieht das vielleicht, da haben wir ja nicht. Okay. Sorry. Ah, da kommt schon. Da hinten steht eine Flasche, das war so eine große Stickstoffflasche, die wir auch mitzahlen sind. In der ganzen Szene Eingang gefunden und dann haben wir eigentlich alle damit fotografiert und das war wirklich etwas, wo was weitergegangen ist. Das war einmal der erste Schritt. Dann hatte man auch die Filme, die Farbfilme bereits so weit vom Anbieter her, dass die schöne Farben gebracht haben und auch vom Schwarzschild-Exponenten her recht gut waren. Die musste man nicht einmal hypersensibilisieren. Aber dafür hast, und das hast du eigentlich auch bei den Schwarz-Weiß-Aufnahmen gebraucht, du brauchtest eine eigene Dunkelkammer. Du kannst es nicht weggehen können und sagen, bitte lieber, damals hat es die Händler ja noch alle gehen wieder mehr, mach mir da ein Foto davon. Das ging nicht, ja? Das musstest du selber machen. Ich sage das deswegen so ausführlich, nicht und deswegen, wie der das gemacht hat, sondern deswegen hat es damals so wenige Astrofotografen gegeben, weltweit, sondern wirklich nur eine Handvoll gegeben damals, ja, die das sich angetan hatten. Sache ist halt die Farbfilme konnte man, wenn man sie mit einer passenden Optik verwendet hatte, konnte man schon relativ anspruchsvolle Aufnahmen damit machen, die heute noch ihre Gültigkeit haben zum Teil. Ja. Tiefskei sicher nicht, das kannst du nicht. Das Schmetten kann ich aber nicht vergleichen. Ja. Und also die zum Beispiel Komet Hyakutake in Erdnähe. Diese Aufnahmen, das ist eines der Punkte, warum mich Kometen so sehr interessieren. Ja. Ist etwas von der sie haben immer ihre Gültigkeit, diese Aufnahmen. Das heißt, du kannst damit überlegen, wie der M31, ich fotografiere sie heute mit meinem Equipment, mache sie fertig, die Aufnahme, und wenn ich nicht dazu komme oder wenn es bewölkt ist oder ich habe keine Lust, mache ich es nächstes Jahr.
Ja, das schaut eh immer gleich aus. Ja? Aber er nicht, er ist nur einmal da und du musst die Gelegenheit wahrnehmen. Das hat sich zum Beispiel Doyce Hale Bob am 27. März 1997, die waren relativ knapp hintereinander, diese beiden Kometen. 1996 war hier Akutake, 1997 war Hale Bob. Und die Bilder, wenn du sagst, du willst M31, es wird wie ein Redakteur zu dir kommen und dich bitten, dass er eine 15 Jahre alte Aufnahme von dir auf die Titelseite drucken darf. Von, ich weiß nicht, 51 oder wurscht was. Ja? Das wird er sicher nicht machen, aber in dem Jahr, wo ISON angekündigt war, habe ich unzählige solche Anfragen gehabt und noch Kometenaufnahmen. Warum? Weil keiner Foto fotografiert hat, außer ich. Im Fort damals. Ne? Also, auch, nehmen wir zum Beispiel so, die ist nicht wirklich ein Hammer, die Aufnahme, ja? Aber die Aufnahme von Mutterkomet, der Persigen, den kennt jeder, das periodischer Komet Swift-Tuttle. Das nächste Mal wieder, man kann das ja hier sehen, ja, wird das nächste Mal im Jahr 2125 erscheinen. Bis dahin, ja, da steht es. Bis dahin wird die Aufnahme die einzige Fahraufnahme von den Kometen bleiben. Ja? Und wo kann die NASA eine Aufnahme finden? Bei mir. Aber die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Und zwar, das war meiner Erfahrung nach schlagartig. In 2 Jahren. Es begann ungefähr 2003, 2004, genau das war die Wende, wo die DSLR-Kameras plötzlich auf dem Markt waren, ja, und CCD erschwinglich wurde und auch die haben wirklich was gekonnt. Ich zeige da zum Beispiel, das ist ein bisschen hell erinnern, man sieht das nicht so, so schlimm ist die Aufnahme auch nicht, das ist eine Mittelformat-Aufnahme. Da war ich das erste Mal in Namibia, Corona Australis, auf 6x6 cm Film fotografiert, mit einem Hypergraphen, also über 1100 mm Brennweite. 1,5 Stunden lang belichtet und das war das Ergebnis. Und 3 Jahre später, eben wie gesagt, es war dann genau die Wende, wo ich mir eine CCD-Kamera gekauft habe. Damals gab es diese Starlight Express, wenn ihr der eine Art oder andere sich daran erinnert. Die kommt 6x9 mm, also da haben wir gehabt 6x9 cm bei der Aufnahme, als Aufnahmeformat. Und da habe ich ein 50mm Objektiv genommen und habe dann die gleiche Aufnahme, also das gleiche Feld fotografiert mit einem 50mm Objektiv und mit 6x9 mm als Vergleich jetzt. Es war wirklich ein Quantensprung. Noch deutlicher möchte ich euch das auf einem Bild zeigen, an einem Objekt zeigen, das bekannter ist. Ja? Also die Gegend um Antares herum ist euch geläufig, der eine oder andere von euch hat das vielleicht schon fotografiert. Die Aufnahme entstand analog auf ebenfalls Mittelformatfilm, also 6x9 cm. War übrigens auch nicht so einfach, du musstest bei den Film, weil er so groß war, ja, ständig, der hat sich ja geworfen, wenn du den nicht ordentlich gespannt hast und den hast du nicht wirklich spannen können. Deswegen hat man sich geholfen und hat eine perforierte Rückwand gemacht, aus Pertinax, hat da drinnen Kanäle geschliffen und hat dann mit einer Pumpe, die man dort angesteckt hat und den Schlauch dann abgesaugt, den Film praktisch an die Kamerarückwand gedrückt. Das nur so nebenbei. Und ja, CCD-mäßig war es dann in den ersten Jahren eine Sensation, weil CCD ist halt noch kleiner. Aber wenn man heute vergleicht, ist dann natürlich wenn ihr entsprechende Optik, eine entsprechende Größe am CCD-Sensor verwendet wird, eine Tiefe möglich, die damals undenkbar war. Ja? Das heißt, da kommen wir wieder aufs Gleiche, es schaut aus wie eine Probebelichtung, wenn man das vergleicht zu einer fertigen Aufnahme von heute.
Ja, und weiter auf die Kometen zurückzukommen, ja, das erinnert dich. Ne? Das wird vor kurzem gesehen. Was wirst du? Ne? mit Michael war ich dreimal in Namibia. Und ich wollte jetzt nur, weil das war das einzige Foto, wo wir gemeinsam drauf sind, das wissen nicht mehr von Namibia. Wir sind natürlich auch sehr viel unterwegs gewesen, sind es auch gelegentlich jetzt noch. Wenn ein heller Komet kommt, so wie jetzt dann wieder sein wird, bin ich sicher wieder mit ihm unterwegs. Und er hat mir auch wirklich die besten Plätze, die es da bei uns in der Umgebung gibt, also die dunkelsten Plätze gezeigt. Das ist auch sehr wichtig bei der Kometenfotografie. Da ist zum Beispiel ein Platz, der bei ihm in der Nähe ist, das ist am Jaurling. So schaut es in der Morgendämmerung aus und man sieht hier, warte mal, ich muss da mal schauen. Ja, da haben wir die Leier, ja, und da haben wir den Herkules. Und da im Herkules stand im Dezember vor, sag ich mal, voriges Jahr was. Ja, Komet Lovejoy. Und begonnen habe ich bei ungefähr 10 Grad Höhe, ja? Und das war dann im Ende der Morgendämmerung. Und da sind wir dann, da war eine Schönwetterphase, eine ganze Woche, jeden Tag in der Früh haben wir uns dort getroffen. Aber jetzt muss ich das Foto nochmal herzaubern. Da sieht man ihn zum Beispiel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ja? Und das ist es, was es ausmacht, die Spannung, wie sich das Ding verändert. Innerhalb von einem Tag. Und wir werden das jetzt später sehen, auch innerhalb von ganz kurzer Zeit. Da ist zum Beispiel ein Beobachtungsort, also kommen wir überall her. Ne? Das geht also von Burgenland, Steiermark, das war in der Steiermark, Hartberg zum Beispiel. Ja, es gibt oft sogar Plätze, die auch er vorher nicht gekannt hat, die man anfährt. Aber im Raum, sage ich einmal, Burgenland, Steiermark und Niederösterreich, Niederösterreich zum Beispiel, fahren wir gern Buchenstuben und diese Station oben, die Lichtstation, ist also sehr dunkel, wenn dort ein Nebel unten im Tal liegt, hervorragend. Ebenwald ist ein ganz abgedroschener Begriff, das kennt ja jeder. Und vieles, vieles andere mehr. Ne? Man sieht das jetzt, es ist ziemlich hell erinnern, aber man sieht trotzdem meine Ausrüstung, ist egal. Ich verwende zurzeit als mobiles Setup ein Los Vendi-Stativ, darauf habe ich eine portable Montierung, also ASA-Montierung, die DM60 heißt sie, und einen Astrographen mit 580 mm Brennweite F2,8. Das ist von der Qualität, muss ich sagen, mit einem 16-803 Sensor, ja, kommt das an die Schmidt-Kamera her. Das ist wirklich ein großes Gesichtsfeld, habe ich damit, 3,5 x 3,5 Grad und ideal für die Fotografie von Kometen. Die Bedingungen, die man hier sieht, das ist zum Beispiel in Namibia fotografiert. Also für Kometen, besonders die horizontnah sind, und die meisten sind es, besonders die hellen, ja, da brauchst du wirklich Bedingungen, wo es bis hinunter geht. Da sieht man links die Baumgrenze, ja, und da kommt Linie AT7, das war 2004, mit Michael Dorfner, mit einem 180 mm Objektiv fotografiert, gerade hier rauf. Sehe ich wieder nichts? Aha. So wie da drauf. Ja. Okay, bleib da sitzen, dann habe ich es besser im Griff. Da haben wir zum Beispiel eine Aufnahme von Panstars im März des vergangenen Jahres und da sieht man nicht, die Baumgrenze war in Burgenland fotografiert. Es geht auch bei uns so tief. Nicht immer, ja, aber schwarz hinunter. Wenn wir schauen, da habe ich so ein Video sogar vorbereitet, wie er da in den Baumbereich da reinfährt. Ja, das geht bis runter. Mhm. Perfekt. Ja.
Was halt macht die Schwierigkeit bei Kometenfotos aus? Es ist so, dass du dass das Ding eine Eigendynamik hat. Ein wirklich guter, schöner Komet, nehmen wir da zum Beispiel diesen, das ist der 45P, schaut, was sich da in einer halben Stunde ab, wie das explodiert da nach hinten, ja? Was sich da in einer halben Stunde abgespielt hat. Das ist einmal eines der Probleme, die gegeben sind beim Fotografieren. Weil du kannst im Grunde diese Aufnahmen nicht wirklich stacken. Ne? Wenn du da zum Beispiel dieses Lemon, ein Komet, der ebenfalls im Vorjahr auf dem Südhimmel fotografiert wurde, du siehst hier, was sich da tut. Alles immer in etwa in einer Belichtungszeit, Gesamtbelichtungszeit von einer halben Stunde. Ja? Ein letztes Beispiel. Im Endeffekt für die Aufnahme selbst bleibt mir bei so einem aktiven Komet nicht mehr über als eine Luminanz. Maximal zwei. Ja, ihr seht, wie hier die Verknotungen rauslaufen. Ja? Also, das ändert sich von Aufnahme zu Aufnahme. Ja? Das heißt, das ist einmal ein Problem bei der Fotografie von Kometen. Das zweite Problem ist dann dieses hier. Die bewegen sich leider. Ja? Und leider oft auch sehr rasch. Das heißt, du kannst auf zwei Arten Kometen fotografieren, so wie früher hast du fotografiert und hast den Kometen bis auf die Geschwindigkeit des Kometen gegangen oder hast dann direkt nachführen können, wenn er hell war, direkt auf den Kometen gegangen und hast halt Sternstriche gehabt. Ne? Früher war es überhaupt nicht anders möglich, heute ist es aber anders möglich. Ne? Das heißt, du kannst mit gewissen Techniken dann mit der digitalen Dunkelkammer gibt es so viele Möglichkeiten, die einfach die niemals denkbar gewesen wären da in Zeiten des Films. Das heißt, du kannst heute den Kometen aus dem Sternfeld befreien und umgekehrt und dann das Ganze wieder zurücksetzen. Ist aber schwierig, man muss sich damit befassen. So. Und dann, ja, und das ist zum Beispiel so eine Aufnahme, die ist eine ganz schwierige Sache, wenn nämlich Deep Sky Objekte drinnen sind. Weil da gibt es auch mit den Programmen, die das wegrechnen können, Schwierigkeiten. Ja? Da bleibt immer was über und so. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Stories, zu Aufnahmen kommen, eigentlich könnte ich bei jeder Aufnahme irgendeine Geschichte erzählen. Ist wirklich so, dass ich mich bei. Es gibt schon Aufnahmen, wo du nichts mehr weißt, wann hast du das, wie hast du das gemacht und so weiter. Aber viele Aufnahmen haben wirklich eine Geschichte. Ich will es, wie gesagt, nicht jetzt bei jedem Objekt, aber bei diesen haben wir erklärt. Ja. Das war eine geplante Aufnahme, weil man wusste ja, wann genau der Komet zwischen diesen beiden Objekten steht. Das kannst du ja ausrechnen, das ist klar. Okay. Dann kommt aber dazu, dass in dieser Zeit ganz Österreich zu betoniert war mit Wolken und Regen. Ja? Und ich, da kommt wieder die Stärke von Michael, wie ich den Michael angerufen habe und habe gesagt, du, was tun wir? Fahren wir in die Tschechei? Sagt er, ja. Nein, es war so, dass wir uns dann bei ihm getroffen haben, er wohnt ja im Waldviertel. Und wir dann also ich fahre mal zu ihm einmal eineinhalb Stunden. So, dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann Richtung Norden gefahren, wo dann in der Nähe von Zwettl, Nähe ist gut, es waren auch so ca. 60 Kilometer weg von dort, aber es aufzuklären begann. Ja? Dann haben wir dort irgendwo in einem Acker was das mühselig ist, du weißt gar nicht, ob du noch wieder rauskommst. Ja? Dann haben wir hin und her und dann haben wir dort aufgehört. Dann sind Autos vorbeigefahren. Das hat sich Gott sei Dank beruhigt. Dann war es nicht wirklich klar. Ja? Du hast dann so, dann macht man die Sicherheitsaufnahmen. Weißt du? Da war es eh noch nicht so weit, dass der in der Mitte war, sondern du machst deine Sicherheitsaufnahmen. Gut, hat nicht so, ja, so super ausgeschaut, aber du freust dich. Aber plötzlich, ja, dann nach drei Stunden
genau zu der Zeit, wo er am idealsten steht, hoch steht, genug steht, noch bevor der Mond kommt, ja, das muss er gehen, ja, das geht. Geht es auf einmal auf, da vorne kommt noch, da vorne, das war das Erste, kommt der Bodennebel daher, ja, tut uns, du warst waschen nass, ja, ich hab geschwind noch was drüber gehabt, übers Fern, ja. Also jetzt gehen wir wieder umgehen. Und dann, plötzlich, war der Nebel, aber wie er gekommen ist, pack, weg. Und wir konnten fotografieren in der besten Zeit, also genau und ideal, wo er dort gestanden ist, wo er hingeht. Also das ist, ich sage, das Glück des Tüchtigen für ein Paradies. Aber so gibt es viele, viele Geschichten zu jedem Objekt. Ich habe die Aufnahme dann, kennen Sie diesen Wettbewerb in La Palma? Da habe ich heuer die Aufnahme hingeschickt und da habe ich den zweiten Platz gemacht. 1500 Euro sofort dafür gekriegt. Cool. Da ist eher die Ehre. Ne? Ja, und das ist also die nächste Geschichte, nämlich ich habe einen Garten, also ich bin mobil eben, und früher war ich überhaupt nur on Tour. Ah, wie gesagt, ich habe es gesehen mit großen Geräten. Ne? Aber irgendwann einmal beginnst du auch zu wollen, dass du zu Hause bist und die niederlegen kannst und dann fotografierst. Und ich habe einen Garten in Eichgraben, ja, es ist ca. 30 Kilometer von Wien weg. Eichgraben, vielleicht der eine oder andere kennt das, das ist eh ziemlich bekannt. Und dort bin ich auf ca. 450 Meter Höhe. Es ist der erste Versuch war dann einmal, dass ich dort eine Säule aufstelle und dort die Montierung drauf. Ja. Habe ich gemacht, dann abgedeckt, ja, mit einer Plane, mit Gummizügen zugeschnürt und habe mir gedacht, okay, wunderbar im Sommer, dann wieder runternehmen und fotografieren. Ist eine Zeit lang gegangen, dann sind wir irgendwann einmal auf Urlaub gewesen. Und da war so ein Orkan, da ist das aufgerissen und da ist alles auf der Seite gewesen, grennt uns an. Das heißt, ich habe da hab ich Blut geschwitzt, ich habe dann alle Dinge abmontiert, dann eines nach dem anderen, zuerst die Kamera, eine Leihkamera, ein Epochi. Hab ich dann geschaut, ob die Kamera hat funktioniert, Gott sei Dank. Dann beim Astrographen, das ist nicht so schlimm, also ich habe ein paar Wasser einig und das macht nichts. Alles gereinigt, alles gesagt, Montierung, gelaufen, wie am ersten Tag, super. Aber da habe ich dann gesagt zu meiner Frau, bitte, ich möchte eine Sternwarte bauen. Und da hat es mir dann einen Platz zugewiesen. Beim Biocontainer. Man sieht da den Container. Aber immerhin, schau, ich habe 2,60 Meter mal 2,70 Meter innen geplant. Ja. Ich habe dann hier einen kleinen Raum, 110 cm für den Rasenmäher und so, mit zwei Türen begehbar. Die eine Tür geht dann da rein, die andere geht ins Observatorium rein. Da habe ich gesagt, okay, ich selbst habe das Fundament und das alles genug, so ein Bunkerkonte und Rohrschotter drunter, dann ein Kubikmeter für die als Untergrund für die Säule. Und dann habe ich über einen Tischler beauftragt, mir die Sternwarte in holzigen Bauweise zu bauen. Ne? Man sieht hier, das ist eine uralte Aufnahme, wo die Sternwarte noch nicht motorisiert war, das war noch händisch aufgeschoben. Man kann sie aber, das läuft so fein, dass man also mit einem Finger quasi aufschieben kann. Ist schon was Feines, muss ich sagen. So schaut es innen aus, es steht drinnen eine Montierung von ASA, die DDN85 heißt. Da drauf ist ein 12 Zoll Astrograph mit F36, also mit einem Wind-Korrektor. Eine Kamera von FLI, die 8300er. Jetzt aber habe ich gewechselt auf 16803. Ja, also meine gebraucht besorgt. Und die ist jetzt montiert. Ah, da geht's wieder.
Ja, so schaut es Richtung Osten aus. Also ich habe da quasi, da ist Osten, das Nachbargrundstück, aber der hat eh immer das Licht abgedreht, das ist gut so. Ich habe dann so das einmal ausgeschaut. Ja. Schaut euch diese, da war auch ein Baum, da war ein Baum im Osten. Ja. Und der da ist genau im Süden und da geht es hier hinüber, im Norden, dort wo die meisten Kometen stehen, jetzt der fährt auch wieder in Norden auf, ja, wenn es hell werden, was höher stehen, ja, dort hat der Nachbar dort hinten eine Wand. Ja. Ich habe den gesagt, bin ich rübergegangen und habe gesagt, du willst den nicht wegkommen, du, ich zahle das, nein, na pass auf. Das erübrigen sich viele Dinge von selbst. So schaut es einfach aus. Ich komm diesen Sommerurlaub zurück, ja, und ich traue warum nicht? Hat der alles weggerannt? Das Geld hätte er sich erspart, bitte, weil ich habe es angeboten gehabt. Ne? Der Baum wegzutun von dem Nachbarn dort im Osten praktisch, der hat mir 400 Euro oder was gekostet, ne, das Weggraben. Ne? Und war erspart. Und es ist alles weg und den meinen habe ich natürlich wegräumen lassen. Ich sage, ja. Warum hat das jetzt weg da? Bitte? Warum hat das weg da? Einfach so? Ja, der ist eine Solaranlage gekriegt. Ich sag, das ist cool. So, dann so schaut es bei mir im Osten aus. Schauen wir da, wie Wien aufhängt. Ne? Also das ist schon grauslich. Ne? Das heißt, weil wir davon gesprochen hatten vorhin, wie die Zeiten sich geändert haben. Ne? Weil du kannst Zeit mit CCD unter solche Bedingungen auch schon wieder aufnehmen machen. Ne? War undenkbar vor Zeiten des Films. Ne? Ja, dann schauen wir uns dann den. Aber der Westen, muss ich sagen, ist bei mir nicht so schlecht. Da schauen wir jetzt nach Westen. Und da kommt schon die Mühlstraße. Ne? Westen ist ganz gut, ne? Also in Richtung Wien ist es eher grauslich, aber Westen ist ganz gut. Video, das ist also meine Allsky-Kamera, da sieht man Milchstraße, aber die Lichter schaut sich auch drüben. Und das denkt, die Straßenlaternen kann ich abschalten. Das heißt, ich fotografiere ja in erster Linie, wenn ich dort bin. Auf das Thema Remote kommen wir dann später zu reden, ist nicht wirklich meins. Also ich mag es nicht so sehr, aber bei gewissen Dingen, jetzt bin ich gerade irgendwo in Oberösterreich, einmal in der Woche bin ich dort und habe dann gerade da ist irgendwie schönes Wetter und ich hätte gerne einen Kometen fotografiert, dann nehme ich die Gelegenheit wahr, maximal. Aber wie gesagt, die Lichter kann ich deswegen abdrehen, weil ich nehme eine Stirnlampe. Ich habe das so beim Bauen habe ich das gemerkt. Ja. Und wir gebaut haben, habe ich eine Jacke über eine Anlage von der EVN gelegt. Ne? So ein Zählerbock. In den heutigen Möglichkeiten brauche ich eigentlich nicht erzählen. Also ich bin ja nicht so ein großartiger Deepscale-Fotograf, aber ihr wisst, wie man das entfernen kann. Ja? Das heißt, trotz der schlechten Bedingungen, die ich dort habe, oder sagen wir mittelmäßigen Bedingungen, haben, du kannst super Aufnahmen machen, also von so einer Location aus. Ja, und dann habe ich der erste Schritt war eben die Sternwarte zu haben und dann habe ich gesagt, okay, der nächste Schritt, das Remote zu machen, das Observatorium auch von der Ferne zu betreiben, ist der nächste Schritt, habe ich mir dann eine IP-Steckleiste gekauft hier, ein Switch und alles verkabelt. Aber ich sage euch, das macht am meisten Spaß, das so hinzukriegen. Ja? Dass dann das Motor, dass das Dachel geht, dass das alles funktioniert, dass das auch, und das tut er. Aber dann ist es aus. Dann ist es aus, glaubst du. Also das ist nicht so, das ist, hat nichts mehr wirklich mit Astronomie zu tun. Ja, also Amateurastrofotografie. So, und so schaut das, ist ein Garagendachmotor, ja, der da drauf ist und der dann, ja, ich muss aber, wie ist denn das mit dem Park? Der wird kurz nachladen. Ja, ja. Schau mal,
Lichtschalter. Handy parken. Das ist schon was Feines. Ja, das ist cool, gell? Gleich. Passt. Fix, früher hast du ausgekriegt, gell? Ja. Danke. Ja, wie gesagt, das ist ein. Das hat, glaube ich, 350 Euro oder was kostet mit den Schienen. Und das läuft eigentlich sehr gut und bewährt. Da ist mir da habe ich eine Allsky-Kamera, das heißt zum Einschalten, damit ich sehe auf aufs Teleskop, wo wirklich alles eingepackt ist und so, weil es doch reißt nur sonst das Teleskop runter. Und ich sehe dann auch über eine Markierung am Dach, wo ich sehe, ob das wirklich geschlossen hat. Ja. Das ist alles sehr wichtig. Und Sicherheitsmaßnahmen sind da schon sehr wichtig. Ist Allsky eine Marke? Oder? Nein, das ist genau. Nein, die Allsky habe ich da. Das ist die Allsky. Da ist die Allsky-Kamera und der Wettersensor, wie man. Ja, was ist es eine Marke, die Allsky hast? Oder ist es eine, eine Fischau-Kamera oder was? Du, das ist eine Fischau-Kamera, ja. Ich meine, in dem Fall die Firma wie heißt die? Ich kann das nicht genau sagen. Weil Orion hat eine, aber das ist nicht die, das ist eine andere Hersteller. Ich schau die dann an. Die Y hat sowas mit einer Domglocke, zum Beispiel, hat auch solche Allsky-Kameras. Oder der Asi hat jetzt da auch. Asi mit der Westcam, mit einem 8 mm. Ihr habt ja die Aufnahmen vorhin gesehen von diesem Video. Es geht nur wirklich darum, dass du schauen kannst, weil es ist oft so, der Wettersensor zeigt dir die Wirkung an. Okay? Jetzt würde ich einen Kometen fotografieren, mir geht es immer wieder um das, ja. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dann sage ich, in dem Bereich ist eh frei, weil dann mache ich auf und dann fotografiere ich, dann weiß ich, ich kann was machen. Ne? So schaut das aus am Desktop. Wenn ich jetzt, also ich rein theoretisch, aber das ist nur wirklich theoretisch, könnte ich den Autopilot oder anderes Programm, ACP, das habe ich auch, könnte ich so programmieren, dass ich eigentlich alles sage, bitte, ich möchte fotografieren so und so, solange belichten, Filterwechsel, fokussieren und wann er noch fokussieren soll und so weiter. Und dann pack dich ein und dann macht es doch wieder zu und dann die schlafen, dreht das Licht ab und aus. So mache ich es nicht. Also, das heißt, ich bin eher manueller. Ich meine, ich habe schon probiert, natürlich so. Funktioniert, aber nur, ich stelle mir meinen Kometen zu, dass ich da schweife und so weiter, das muss passen halt. Ne? Und dann bin ich dabei. Dann lasse ich das abarbeiten über Maxim Gell, wie jeder von euch von unter Umständen automatisiert halt. Also die Dings, das ist ja erlaubt. Ne? Aber ja, wie gesagt, trotzdem. Remote ist halt. Ich habe es lieber unter dem Himmel, so wie du, Akkos oder Juri. Also ich war jetzt. In Namibia, das ist meine zweite Leidenschaft, ist Namibia. Also wir haben einen Astrofotograf aus der deutschen VDS, der Stefan Binewies, bei einer Tagung in Bochum, da habe ich mit einem diskutiert, da war ich noch nicht in, das war so glaube ich 1998 oder was, habe ich den kennengelernt und hat gesagt, er war schon, weiß ich, wie oft in Namibia und sie haben einen Vortrag gezeigt über Tivoli, war die damals. Und ich habe gesagt, ja, Namibia, das traue ich mich nicht und so. Sagt er, vergiss es. Und außerdem sage ich dir eines. Das ist wie eine Sucht. Einmal Namibia, immer Namibia. Und das ist wirklich so. Also, das heißt, kannst du dort so regelmäßig jedes Jahr jetzt. Ne? Also, da war ich schon 7-mal dort. Und zweimal auf Hakos und ich will da jetzt keinen Namibia-Vortrag machen und einmal auf Tivoli. Man sieht eh, wo diese Fahnen sich befinden. Damals ging es noch, wenn wir eingangs geredet haben, von den Fluglinien aus mit viel Gepäck. Heute kann man das vergessen, heute wird pro. Damals konntest du, wir haben beim ersten Mal 570 Kilogramm über Gepäck. Ja? Das war, wo du dabei warst, das war 2001. Dann haben wir 2004, ja, ebenfalls das war 2004 mit Michael, ich weiß nicht, waren wir mit der WAA war dort, ja, die haben. Ich glaube, da haben wir 1000 Kilo oder was insgesamt gehabt, weil da hat ja jeder irgendwann so einen Drum mitgehabt. Auch kostenlos. Und dann hat es angefangen. Und heute zahlst du 22 Euro pro Flugrichtung pro Kilogramm. Das ist fast.
Du kriegst ja auf den Farmen, und da ist jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die Uli, das ist die Futterstube, gegessen, ganz rasch da durch, das ist so, schaut es auf der Farm aus. Es liegt ja am Rande der Kalahari, dort gibt es so einen roten Sand. Ja. Da ist zum Beispiel einer dieser Quartiersbereiche. Weißt du, was das Schöne dort ist? Wenn es dort kalt ist, kriegst du einen Ofen. Das gibt es auf Argos nicht. Ja, und da gibt es auch, vielleicht gibt es das jetzt schon, das kann sein. Nein, noch nicht. Und da ist, das ist also der sogenannte Messierbereich, wo du Kaffee und was Davis auf Argos heißt, so eine Vergünstigung in der Nacht kriegst. Und dann haben die, und jede Farm, das ist jetzt der Wurst, ob Hakos oder Tivoli, du kriegst ja dort eh alles. Ja? Das heißt, du kannst deine Säule mieten, dein Gerät mitnehmen, oder du kannst eine ganze Sternwarte mieten, oder du kannst nur Geräte mieten, oder stative Geräte und dir das kombinieren. Ja? Also eigentlich brauchst du nur noch die Kamera mitnehmen. Ne? Ich war dann, das war finanziert von der ASA, wo ich mit so einem hyperbolischen Astrographen und mit einer DM60 Montierung, und da habe ich die Säule nur gemietet, weil sonst wäre es ja unerschwinglich, da zeige ich einmal, wie das dann so in der Nacht dort abläuft. Also wieder, da bin ich gerade beim Fotografieren, und da geht die Post ab. Ne? Und habe gesagt, okay, ich hätte gerne eine neue Ausstattung dorthin. Und er hat mich 2010 gefragt, er hat gesagt, du, ich zahle dir den Aufenthalt, ich zahle dir den Flug, willst du das dort installieren, kannst du dafür damit fotografieren? Da habe ich gesagt, ja, in zwei Tagen bin ich gleich fertig, jetzt ist alles gemacht. Und habe fotografiert. Das ist dann dieses Equipment, ja, das steht heute noch, in Namibia. Es ist 2010 gewesen und 2012, ja, ist der Wolfgang Kamper, ein sehr guter Freund von mir, dort hinunter geflogen und das gleiche Arrangement mit ihm gehabt. Er hat gesagt, du, Dings, und der hat der Wolfgang gesagt, du, mach ich. Und er ist wirklich, also er kann das, ja. Und nur er kann das so machen, dass es funktioniert, und er hat diese Sternwarte dann remontet. Das heißt, er hat das gemacht, was heute möglich ist, dass man dort auch in... Das ist praktisch... Oder auch nicht, ja. Aber das war ich noch damals. Das sieht man eigentlich nicht. Da sind nur noch die Sternwarten von draußen. Ja, und praktisch remote-fähig gemacht. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Also diese Qualität an Remote-Fähigkeit zu Hause, du kannst immer liefern oder was nicht passt und dann machst du noch ein kurzes Internet. Tut nicht. Ja, es geht über einen Satelliten. So. Und zwar gibt es einen Russen, der der Sternwarten hat, dort einen Remote. Und die haben sie zusammen da und das okay. Wird genutzt. Ja. Da sieht man eh eine dieser Sternwarten, da habe ich auch so das Video gemacht. Sternwarten gibt es einige dort. Ja. Es gibt jetzt zurzeit drei Remote-Sternwarten. Es hat nämlich der Israeli, wie heißt das nicht, der Harel Boren, hat dort jetzt auch von Officina Stellare einen Kassegrill dort. Ja. Den ganz kurzen. Den ganz kurzen, ja. Nein, den Kassegrill, den großen. Achso, den ganz großen. Ja. Aus 14 oder na, 16 Zoll, glaube ich. Ja. Vergesst jetzt, ist natürlich unscharf. Ja. Da bin ich in der Sternwarte nur um zu zeigen die Qualität des Himmels. Ja. Ich bin mit der DSLR-Kamera, habe ich die Luft angehalten, habe mich hinten auf den Astrographen gelegt und habe so 40 Sekunden oder was, so, und habe das fotografiert. Bitte, das, schaut euch an, die Milchstraße, man sieht es da nicht ganz so deutlich, spiegelt sich sogar in Teleskopus. Ja. Das ist geil, die Sternform, das Blaue und so drinnen. Ja. Das ist quasi in dem ersten Aufenthalt, dass das auf jeden Fehler hast, die Sterne aus dem Himmel abgebildet. Ja. Ja, und remote schaut das dann Ganze so aus: da gibt es eine Seite, die Sternwarte wird, das noch einmal zum Remote-Projekt Namibia. Der Thomas, aufgrund dessen, weil ich ihm damals das aufgebaut habe und der Wolfgang ihm das remote gemacht hat, erlaubt er uns beiden,
den Zugriff auf die Sternwarte. Das Lustige und Interessante ist, oder Traurige ist, der Thomas greift überhaupt nicht zu. Der fliegt jetzt dann wieder dieses Jahr durch die, macht dann eine Woche Urlaub dort, erfreut sich der Sache und das war's. Aber in der Kernzeit ist sie vermietet. Das heißt, er vermietet sie auch. Mhm. Ja? Das heißt, eigentlich ist sie meistens Mai, jetzt zum Beispiel das Jahr, das kommende, ist sie Mai, Juni, Juli, August ausgebucht. In der Mondlandungsphase praktisch vergeben. Eh blöd, weil im Juni ist ein heller Komet und ich habe keine Zeit, dass ich hinfliege oder irgendwas. Also leider ein. Sorry, Bifolero gemacht. Ja, es ist halt so, es ist okay. Nein, aber sonst dürfen wir dort fotografieren. Ne? Und ich habe die Gelegenheit, wieder einmal auf Kometen zurückzukommen, des Öfteren genutzt. Ich habe schon Deepsky-Aufnahmen, was den machst du auch nebenbei ab und zu. Da habe ich zum Beispiel eine von der ARA. Bevor es jetzt zu ist, ja, und keiner was machen, ist ein schönes Wetter, warum soll es nicht drauf drucken? Ne? Okay, manchmal kommst du in Versuchung. Okay, und ja, dort schaut das Gleiche, das Ganze genauso aus. Also das heißt, also wie gesagt, in erster Linie fotografiere ich Kometen und da, das war der Überschuss. Also das war ISO, bevor er dann Zerbröselung ist. Nicht in der besten Phase, weil da war dort nämlich auch schlechtes Wetter. Auch in Namibia gibt es im Dezember und im Jänner Phasen, wo es halt nicht so passt. Aber ich schwöre es, und das war ein Wahnsinn, weil der ist ja eigentlich ein Nordhimmelkomet gewesen. Ja? Ich habe ihn dort 1 Grad begonnen über den Horizont, in der höchsten, also am Schluss war er ungefähr 5 Grad hoch. Zwischen 1 und 5 Grad Höhe habe ich die Aufnahme gemacht. Also du kannst dir vorstellen, was das für Qualität war dort. Ja, jetzt möchte ich noch am Schluss, also das war das, was ich gemacht habe und so tue und so mache und was ich machen will. Beim letzten Besuch auf Namibia, da muss ich aber jetzt ein bisschen meinen Schummelzettel holen, habe ich dann ein Teleobjektiv mitgehabt. 200er Tele. Bei mir ist alles geliehen, sorry. Also ausgeborgt. 2,0 von Egon Döbel, ne? Der hat es. Ja. Gut. Das habe ich dort verwendet, so ein Riesending. Ja. Und habe gesagt, ich mache ein Milchstraßenmosaik damit. War aber gar nicht easy, sage ich da. Ich musste abblenden auf 4, damit ich das 16:8:3-Format wirklich bedienen kann. Ich zeige euch mal kurz ein Video da vom Platz, wo ich da war. Das ist nicht so wichtig, aber na, da ist das in Aktion. Da sieht man das Tele, da fährt die Montierung rundherum, da geister ich ab und zu hin und her. Und, das war der Arbeitsplatz. Praktisch auf einer Säule, wo. Da habe ich ein kleines Mosaik von der Wählergegend gemacht, zum Beispiel als Probe. Das habe ich schon fertig. Die Gegend da drüben links mit dem Wählersuperlobrest kennt jeder. Ja, aber den Rest, das ist nicht wirklich oft fotografiert. Das ist die Stärke von so einem 200er Tele. Ja? Ich habe mir gedacht, ich mache ein ganz großes Milchstraßenmosaik. Ich habe es schon getan, aber ich musste mir jetzt einen neuen Rechner kaufen. Ich meine, schau, was da Dinge, lass ruhig das Licht auftauchen, was da Dinge drinnen sind, ja, so die kleinen Dinge, da erkennst du erst, wie gewaltig groß das Gesichtsfeld ist. Du Robert, du kennst sicher CG4, die Kometare Diopholes. Das ist jene von Südimilter, glaubst du, die frisst diese Globule, eine Galaxie. Ja. Die ist aber drauf, bitte, da ist alles vorhanden. Ja. Du siehst viele, viele Dinge, die. Der Bleistift nehme ich auch in der Nähe irgendwo. Ja, ja, da unten da. Entschuldigung. Wo ist der? Der vordere Kopf. Ja, du Gott. Das leicht weg. Da ist er. Das da. Das ist der Bleistift. Und da habe ich mir gedacht, also das muss ich natürlich mit so einem Milchstraßenmosaik
Ja, da ist zum Beispiel die Qualität der Optik über das ganze Gesichtsfeld. Das ist M51, man sieht es jetzt wirklich schlechter. Das war ja in Sternenfeldern über ganze Seiten drauf. Da habe ich, alle anderen haben oben fotografiert, aber das habe ich müssen fotografieren, aber ein Komet bei der Galaxie M51. Also. Ja, aber wenn du dir da das anschaust, dann auch die Galaxie und so, es ist Wahnsinn mit 200 mm. Ja? Es ist wirklich durch das Ablenken perfekt. Das heißt, gute Qualität ist einmal jetzt die Voraussetzung für das Mosaik. Und das sind meine 25 Felder. Sind das, ja? Das heißt, das linke unten, das ist leider nicht mehr zustande gekommen. Das kann ich aber da bei uns fotografieren nächstes Jahr, weil das ist bei über M16 drüber. Mhm. Ja? Da war nämlich ein Stromausfall. Mhm. In der letzten Nacht, dem letzten Feld. Und man darf nicht vergessen, ich meine, ich habe jetzt, muss ich mal auflesen, ich habe also 25 Felder mit einer Gesamtbelichtungszeit von 40 Stunden investiert. Das ist mir so, oder? Das heißt, LRGD. Und dann habe ich bei jeder Aufnahme noch ein bisschen HF dazu gemacht, nicht viel. Nur einfach, wie wir schauen für eine Polarisierung. Einfach Bild immer gemacht, oder? Zwei. Ja, die habe ich auch noch investiert. Und ich habe, mal ausgerechnet, du hast ja eine Überlappung bei Mosaik. Ne? Ich habe also 20% Überlappung. Das ist bei 10,5 mal 10,5 Grad, habe ich mit den 200, die ich mit 16,3 Sensor, bleibt mir 8 Grad ungefähr. Ja? Das ergibt also 64 Quadratgrad pro Feld mal 25, sind 1600 Quadratgrad. Und in einer Auflösung, wo man sagen kann, das habe ich eh vorher gezeigt, man kennt ein 4x4 Meter Poster machen. Nämlich, ich habe dann 20.000 mal 20.000 Pixel. Und da gibt es ein geniales Programm, das habe ich heute zurückgegeben von Kurti. Das heißt Photozone Pro. Ja? Da kannst du aufrechnen. Also das heißt, ich komme auf die 40.000 mal 40.000 bei 300 dpi Auflösung für ein Poster. Und jetzt wird sich alle fragen, was magst du denn damit? Das ist nur Spaß. Und irgendwann mache ich einmal eine Ausstellung und dann schenke ich es an irgendwen, der es haben will, an ein Planetarium, oder keine Ahnung, wie schön wir vielleicht sowas wollen, werden wir sehen. Das ist einfach eine Sache, die ich schon lange wollte, in einer kurzen Brennweite die schönsten Bereiche der Sommermilchstraße fotografieren. Und ich habe da ist noch aus der Sommermilchstraße eines der Felder, eben mit den HFA drinnen. Ja. Das ist eh die Ara-Gegend. Ja. Das heißt, so sollte jedes Feld werden dann. Ja. Das bedeutet viel Arbeit, weil ich habe ja dann, aber das ist wieder, das war ein eigenes Thema, die Panorama-Geschichte. Aber, es kommt ja bei diesen Optiken ja zu Verzeichnungen und so weiter. Ja, ich habe dann versucht, also und bin gescheitert aufgrund RAM-Speicher zu wenig und überhaupt und alles zu wenig und Schnelligkeit. Es hat einfach nicht funktioniert. Mit PixInsight gibt es sehr wohl die Möglichkeit, dass du dann du kannst sogar im Feedsetter eine Entzerrung hinterlegen und viele, viele Dinge, sodass das also wirklich ein super Panorama wird, ohne dass du großartige Fehler da drinnen hast. Du brauchst ihre Rechenleistung. Und jetzt habe ich den Rechner gekriegt und dann wird das ist also mein Projekt für die, also, sage ich mal, kommenden 6 Monate. Ja, und ansonsten, es kommt immer wieder darum, zu hellen Kometen, wie automatischen Aufsuchen, ne, von Objekten. Und
die war super. Er verlangt mir mal $12,000 für die Software und er hat mir dann eine E-Mail geschickt, sagt er, ich habe ihm damals seinen Kometen fotografiert, seinen ersten Kometen fotografiert, der jüngere Galaxie, und das hat ihm so gefallen und so super. $2,000 macht er das. Ne? Aber ich muss ja jetzt, das ist nicht so einfach, das überhaupt zu realisieren. Man muss ja mit dem Thomas auch arrangieren da unten auf der Süd. Und dann im Süden unten. Ne? Das werden wir sehen. Das waren halt die Projekte, die ich habe. Okay, ich danke euch einmal für das. Ich hätte noch 5 Minuten Bilder für euch mit Akustik. Ja. Ja. Also dann kannst du mit der Firma ASA anrufen? Mit der Firma ASA habe ich insofern zu tun, dass ich vor circa 2003 bis 2006 war ich dort angestellt. Okay. Ja, und jetzt bin ich gelegentlich und freier Mitarbeiter, ich bin in Pension. Okay. Ja, das heißt, da helfe ich einer ab und zu, wenn es mich freut. Und nehmen gern ich kann anders kommunizieren mit den Leuten, aus all der Szene bin. Ne? Und das nehmen sie wohl und das ist meine Verbindung. Ne? Okay. Ja. So, okay. Dann schauen wir mal. Ich muss nur da die Box anstecken. Na, ohne Musik. Da habe ich mir von Manfred eine Musik drauf. Das haben wir eh schon einmal gesagt. Nein, den brauche ich nicht. Da war ein Klinkenstecker. Nein, da hat er drüber. Die Klinke, ja. Okay. Idee. Da muss ich nicht mehr reingehen. Alles sehr. Jetzt ist schon rausschicken. Da sind 39 Fotos, einfach ein paar rausgesucht. Die werden wir so machen da. Viele Objekte zum Zug hinwerfen.